Hallo liebe Tennisfans, ich bin's wieder, euer Markus von All About Tennis. Einige von euch haben sich ja Videos gewünscht zur Taktik und deshalb sind die nächsten Videos eben alle ein bisschen zur Taktik im Tennis. Die kommenden drei Videos gehen über die Positionierung am Platz, also wo stelle ich mich hin, um das Feld perfekt abzudecken. Ich stelle fest, dass da so einige Probleme haben damit. Selbst Spieler, die teilweise schon 5 bis 10 Jahre spielen, zwar nicht sehr regelmäßig, aber so ein-, zweimal die Woche. Das ist oft so, dass wir dann Ballwechsel spielen, der Gegner spielt mir in die Ecke. Ich spiele zurück, versuche ja oftmals nicht zu gemein zu spielen und spiele eigentlich einen relativ leichten Ball zurück. Einen angenehmen, wo ich denke, da muss er nicht zu viel laufen. Und plötzlich kommt er an diesen Ball nicht mehr hin. Und dann denke ich mir, wie in Gottes Namen hat er geschafft, diesen Ball nicht mehr zu berühren. Aber einfach deshalb, weil er sich komplett falsch positioniert hat. Und das möchte ich euch jetzt mit diesem Video erklären. Es sind wie gesagt 3 Videos zur Position. Das erste Video geht jetzt um die Grundlinienposition. Also ich werde jetzt nicht vom Netz reden. Und auch nur von der Position rechts oder links, also nicht vorne oder hinten. Ich habe hier mal einen Platz aufgezeichnet mit verschiedenen Linien. Und anfangen möchte ich ganz einfach damit, dass der Gegner mal einen Ball genau aus der Mitte schlägt. Und zwar von hier, also die 2 grünen Linien. Einmal haben wir hier praktisch eine grüne Linie dahin. Da schlägt er einen Ball in diese Ecke, 1 Meter entfernt von der Außenlinie und ungefähr 2,5 Meter vor die Grundlinie. Und dieser Ball ist identisch in die andere Ecke. Und wenn der Gegner genau aus der Mitte des Feldes schlägt, also seitlich gesehen, es ist nun egal, ob er 2 Meter hinter der Linie steht oder 1 Meter vor der Grundlinie, aber er schlägt aus der Mitte des Feldes, dann steht der Gegner auch in der Mitte des Feldes. Und nur dann. Viele denken, okay, ich gehe immer in die Mitte des Feldes zurück, ich stehe immer in der Mitte des Feldes, da decke ich den Platz super ab, aber das stimmt eben nicht. Das mache ich nur, wenn der Gegner aus der Mitte schlägt. Und er schlägt halt nun mal fast nie aus der Mitte, weil ich dem ja nicht den Ball in die Mitte spiele. Das wären praktisch hier die grünen Punkte, die ich eingezeichnet habe. Das ist die Mitte des Feldes. Also alles, was grün ist, ist, wenn der Gegner aus der Mitte schlägt, dann stehe ich auch in der Mitte. Jetzt nehmen wir mal an, ich spiele dem Gegner in die Ecke und jetzt schlägt der Gegner hier einen Ball 1 Meter entfernt von der Seitenlinie. Wir denken uns einfach diese Seitenauslinie weiter und dann ist er praktisch hier 1 Meter entfernt und er steht 1 Meter hinter der Grundlinie jetzt in dem Fall. Und jetzt spielt er einen Longline-Ball. Und ich habe den Longline-Ball extra genau so eingezeichnet, dass er perfekt Longline fliegt. Also Longline heißt ja entlang der Linie. Und jetzt haben wir hier praktisch die Seitenauslinie. Und der Ball geht 1 Meter entfernt von der Seitenauslinie nach hinten, genau parallel zu der Seitenauslinie. Dieser Ball, nachdem er gesprungen ist hier, ist praktisch immer innerhalb des Feldes, seitlich gesehen, 1 Meter. Das heißt, der kann mit einem Longline-Ball den Gegner nie aus dem Feld treiben. Wenn wir dagegen aber jetzt einen Cross-Ball anschauen, dann fliegt dieser Ball hier rüber, springt praktisch an einem vergleichbaren Punkt wieder, 1 Meter entfernt von der Seitenauslinie und fliegt dann raus aus dem Feld. Das heißt, zu dem Cross-Ball muss ich weiter laufen als zu dem Longline-Ball, wenn ich mich in die Mitte des Feldes stellen würde. Hier laufe ich ungefähr 3,5 Meter rüber, weil der Ball 1 Meter innerhalb ist. Und hier ist der Ball, wenn ich kurz, sagen wir mal, gut 1 Meter hinter der Grundlinie stehe, ist der Ball jetzt schon ein bisschen über 4 Meter entfernt von mir. Noch extremer wird es, wenn der Gegner den Ball etwas kürzer spielt. Es ist ja sehr effektiv, wenn man Cross spielt, auch bisschen kürzer zu spielen, also kurz cross. Longline wird das überhaupt keinen Sinn machen. Wenn ich kürzer spiele, fliegt er genau dieselbe Flugbahn. Aber cross, wenn ich jetzt hier diese rote Linie anschaue, zu diesem Punkt, dann sehe ich,
dass ich, wenn ich auch wieder 1 Meter entfernt von der Außenlinie bin, also es ist kein risikoreicherer Ball, er ist genauso weit entfernt von der Außenlinie, bloß kürzer, dann geht der Ball noch weiter nach außen. Ja, das heißt, ich muss deutlich weiter zu diesem Kurz-Cross-Ball laufen, als ich zu einem Long-Ball laufen muss. Also meine Position ist dann, wenn der etwas kürzer spielt, der Gegner schon, ja, das sind fast 1,5-2 Meter außerhalb der Mitte. Das wäre dann meine Position, die ich einnehmen muss, wenn der Gegner von da außen schlägt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Da braucht man natürlich auch so ein bisschen Vorstellungskraft, wenn man dann am Platz steht, auch viel Erfahrung. Und dann muss man sich eben diese Bälle so ein bisschen vorstellen können, wo der Gegner spielen kann. Ich habe euch jetzt mal hier auf dem nächsten Blatt eine andere Situation aufgezeichnet. Und zwar schlägt der Gegner jetzt den Ball nicht mehr 1 Meter innerhalb des Feldes, seitlich gesehen, sondern ist schon 1 Meter außerhalb des Feldes und immer noch 1 Meter hinter der Grundlinie. Dann wird es natürlich noch krasser. Er kann jetzt den Crossball noch weiter rausspielen, aber der Longline-Ball wird praktisch noch weniger effektiv. Denn wir sehen, dass der Longline-Ball jetzt nicht mehr parallel zur Außenlinie fliegt, sondern er fliegt von außen nach innen. Das heißt, er fliegt praktisch zur Mitte hin. Wenn ich mich jetzt in die Mitte stelle, müsste ich zum Longline-Ball fast gar nicht mehr laufen. Ja, er würde zu mir kommen. Ja. Je weiter dagegen außen steht, umso mehr würde der Ball zur Mitte zufliegen. Obwohl der Abstand hier auch wieder 1 Meter ist, wo er springt praktisch von der Außenlinie. Es ist jetzt nichts, er spielt jetzt nicht näher irgendwie an die Außenlinie. Das heißt, noch weniger muss ich zum Longline-Ball laufen, aber der Crossball treibt mich dafür noch mehr aus dem Feld heraus und der Kurz-Crossball wird natürlich noch effektiver. Das heißt, meine Position geht entsprechend auch noch weiter weg von der Mitte. Und wenn ich mich da in die Mitte stellen würde, hätte ich überhaupt keine Chance mehr, den Crossball zu erreichen. Wäre unmöglich. Wir sehen, ich habe hier den roten Punkt eingezeichnet, wie weit der jetzt schon von der Mitte entfernt ist, damit ich das Feld optimal abdecken kann, wenn der Gegner von so weit außen schlägt. Zum Vergleich habe ich jetzt mal einen Ball aufgezeichnet, den der Gegner dann nicht noch weiter außen oder innen schlägt, sondern einfach von weiter vorne. Ich habe den extra genau auf diese Schlaglinie gezeichnet. Also das heißt, ich würde praktisch zu kurz spielen oder einen kurzen Ball und der Gegner kann denselben Ball einfach von weiter vorne spielen. Der Longline-Ball ist dann identisch. Ja, habe ich hier die grüne Linie genau neben die rote gezeichnet. Aber was wir beim Crossball sehen ist, der Crossball geht noch weiter nach außen. Ja. Obwohl ich hier nicht von weiter außen schlage, ich schlage sogar von ein bisschen weiter innen, aber ich bin viel weiter vorne. Und was da passiert ist, dass mein Winkel größer wird. Das heißt, dieser Winkel von den zwei grünen Linien ist größer wie der bei den roten. Also der Crossball wird noch viel gefährlicher, wenn der Gegner von weiter vorne schlägt. Und das muss einem auch bewusst sein, deswegen ist es nicht so toll, kurz zu spielen, weil der Gegner noch eine bessere Möglichkeit hat, einen auszuspielen durch einen größeren Winkel, den er spielen kann. Ich habe auch hier wieder den Punkt aufgezeichnet, also der Punkt ist praktisch noch weiter außen, wo ich stehen würde. Und ich habe auch hier schon mal angedeutet, dieser Punkt ist ein bisschen weiter vorne wie der rote. Und darüber möchte ich das nächste Mal sprechen. Viel Spaß beim Üben, wie immer, und bis bald. Tschüss.